Was hilft gegen Depressionen? Ziele. Ziele und Sachen, die dich erfüllen. Wenn du wirklich Depression hast oder sehr depressiv generell bist oder auch sehr melancholisch und sowas, reiß dich früh morgens irgendwie zusammen, irgendwie aufzustehen, egal wie, egal was deine Motivation ist. Selbst wenn du an mich denken musst, an meine Worte, okay, dann nutz mich. Ich bin dein bester Freund, ab heute stehst du früh morgens auf. Du versprichst mir das jetzt und du machst das dann auch so. Guck, dass du Ziele im Leben hast. Find irgendeine Sache, die dich komplett erfüllt, egal was es ist. Selbst wenn es Rennfahren ist, du willst der beste Rennfahrer werden oder Videospiele, du liebst das, du willst E-Sportler werden. Steh jeden Tag auf und mach was für deine Ziele. Setz dir nicht nur ein riesiges Ziel, sondern auch viele kleine, damit du wenigstens ein bisschen Dopamin-Kicks hast. So als kleine COD-Metapher, Call of Duty für die Leute, die das nicht kennen. Das ist ein Videospiel, da geht es um Leute abknallen und so eine Scheiße. Sagen wir mal, dein Ziel ist an erster Stelle blutdrünstig. Das ist ein Streak, da killst du 5 Leute ohne zu sterben. Aber dein Main-Goal ist immer noch die 30 Kills ohne zu sterben, also die Nuklear oder die Mord. Bis du dahin kommst, sollst du erstmal kleine Ziele setzen, wie erstmal eine Gnadenlos-Medaille, vielleicht das erstmal Orbitalsatellit freischalten, das erste Mal 5-mal hintereinander eine Drohne kriegen und sowas. Wenn du das Step by Step alles erreichst und dann erst dein großes Ziel, auf diesem Weg zu diesem großen Ziel hast du dann ein paar Dopamin-Kicks, verstehst du? Wo du ganz kurz das Gefühl hast, ey, du hast was gerissen, du hast was geschafft. Der Weg zum Ziel, der erfreut dich auch schon. So zum Beispiel bei mir, ich Idiot, ich habe direkt gesagt, ich sehe einen Vertrag. Boom, bin losgegangen. Ich hatte mich erstmal über 2000 Follower zu freuen und sowas. Ich bin direkt rein da. Mein Ziel war direkt 50.000 und so. Das ist halt komplett dumm. Deswegen macht das lieber nicht. Sucht euch kleine Ziele auf dem Weg zum großen Ziel. Ja, mehr wollte ich gar nicht dazu sagen. Noel, Alter. Keine Frage, sollst nur wissen, wenn was ist, wir sind für dich da. Das ist süß. Ihr seid schon süß. Ich bin echt froh, dass ich eine Community habe. Das ist voll das schöne Gefühl. Also es hilft mir wirklich, mich nicht allzu einsam zu fühlen. Was findest du, ist deiner Meinung nach das Wichtigste zum Erfolge, also um Erfolge zu erzielen? Fragt Paul. Der Grund dahinter. Du musst dich andauernd selber daran erinnern können. Remember to remember. Wenn du dich andauernd selber daran erinnerst, weswegen du das Ganze machst und der Grund dafür auch wirklich gut genug ist für dich selber, dass du in den schlimmsten Zeiten, wo du gar keinen Bock hast, trotzdem weiterzumachen, das ist das A und O. Wenn ein Ziel irgendetwas ist, wo der Grund nicht stark genug dafür ist, dass du das durchziehst in schlimmen Phasen, dann wirst du das Ziel auch nicht erreichen. So. Deswegen, sucht euch ein gutes Warum raus. Wenn euer Warum komplett uninspirierend ist und irgendwie so, was weiß ich, ja, ich will ein bisschen Geld verdienen. Ja, dann, keine Ahnung. Dann wirst du das halt nicht so konsequent durchziehen, wie wenn dein Ziel ist, ich will nie wieder in einem Monat nur Kräuterbaguette und hier Leitungswasser zur Verfügung haben und irgendwie diesen Monat überleben, so. Sondern ich will ein schönes Leben führen oder ich will, dass meine Kinder es besser haben und sonst was. Versteht ihr? Euer Warum muss so dramatisch klingen, wie nur irgendwie möglich. Und ihr müsst das auch genauso meinen. Weil sonst wirst du hier nicht um 0 Uhr, oder wir haben schon knapp 2, um halb zwei morgens bei McFit hier mit einer Kamera reden und dich selber dazu nötigen, das teilweise 7 Wochen am Stück zu machen, ohne soziale Kontakte und mit einer kompletten psychischen Störung bei so einem Kram und ganzen Selbstmordgelüste. Und I want you to die, Batman. Nee, man muss ja auch bedenken, ich mach das jetzt seit fast einem Jahr, die ganze Scheiße hier. Seit einem Jahr, ohne großartig Geld zu sehen oder sonst was, ziehe ich das konsequent durch. Auch an Tagen, wo das komplett sinnlos für mich erscheint, weil so eine Scheiße braucht halt ein bisschen Zeit. Ne? Wenn man nicht gerade viel Glück hat im Leben, dann ist das halt so. Also, sucht euch ein gutes Warum. Joyce, why didn't you choose me? Even if it meant forsaking your aunt? Yes, if she'd be here now! Even if it meant hurting her? If it had to be done! Even if it meant killing her? Whatever it takes! Don't take me to call.
lohnt sich Ashwagandha. Hatten wir eben schon. Ashwa ist so eine Sache, ich habe das Gefühl, das ist 50-50. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein, die anderen sagen keine Ahnung, vielleicht für immer. Kann nur empfehlen, das mal auszutesten. Ich persönlich habe das Gefühl, dass es was bringt. Kenne aber genug andere Leute, die sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass es was bringt. Jeder soll selber mal testen. Wie hat alles angefangen mit Social Media? Ich hatte schon damals Bock, als ich jünger war. Ich hatte damals Black Ops 1. Hat schon mit dem Handy vom Bildschirm habe ich schon aufgenommen, meine Gameplays, und habe das hochgeladen. Habe die auch direkt wieder runtergenommen, weil mir war das so peinlich. Wie alt war ich, als Black Ops 1 rauskam? Ich glaube, ich war da 7, 8, vielleicht 9. So damals habe ich schon YouTube-Videos gemacht, als kleiner Pisser. Muss man sich mal vorstellen. Da war mein Cutter zum Beispiel extra gar nicht auf der Welt, glaube ich. Oder der war irgendwie noch ein kleines Baby, Alter. Hat schon in die Hose gekackt. Ja, dementsprechend war das Interesse schon immer da. Nur ich hatte damals nicht die Confidence dafür. Und als ich dann realisiert hatte, ey, diese klassischen 9-to-5-Jobs, Studium, was weiß ich, schulische Ausbildung generell, das ist alles überhaupt nichts für dich und deinen knacksi Kopf. Du hast viel zu viele Schäden im Schädel. Du kannst diese Scheiße nicht machen. Da dachte ich mir, ey, ich muss etwas machen, was mich erfüllt, damit ich keinen Selbstmord begehe. Und das war dann jetzt halt, hallo, die Kamera. Dementsprechend bin ich jetzt hier gelandet. Ernst gemeinte Meinung zu LGBTQ. Wird das doch so geschrieben? Ja, allein, dass ich nicht weiß, wie das geschrieben wird, das zeigt schon. Es ist mir for real egal. So. Nicht, weil ich irgendwie gegen sexuell anders orientierte Menschen bin oder so, sondern weil mich juckt generell gar nichts. Mich juckt auch keine Nationalität oder so. Mir ist alles scheißegal. Also ich würde auch niemals auf den Gedanken kommen, jemanden zu fragen, aus welchem Land kommst du? Mich juckt das so wenig. Das kann man sich nicht vorstellen, wie wenig mich das interessiert. Und genauso auch mit der Sexualität. Wenn du eine Handelscheibe ficken willst und ich die jetzt nicht unbedingt benutzen muss, dann ist mir das scheißegal. Wenn du einen Baum bumsen willst, dann bumst halt einen Baum. Wenn du, keine Ahnung, nur auf Ü60 Frauen stehst, mit einer faltigen Muschi, dann mach halt das. Ist mir scheißegal. Mich juckt das so wenig. Also, das ist das Letzte, was mich interessiert. Wenn du eine Frau bist, mit einer Frau schlafen willst, dann mach. Wenn du Mann bist, mit einem Mann, dann mach. Wenn du Mann mit Trans, dann mach. Mach einfach. Aber nerv mich nicht mit diesen Buchstaben. Ich hab ADHS. Ich kann das nicht lesen. Ich kann das nicht sehen. Ich will mir das auch nicht merken können. Ich krieg Kopfschmerzen davon. Wie viele haben dich circa bei Snap geedet? Was für eine weirde Frage. Krass. Ich weiß gar nicht. Ich glaube jetzt bei diesem einen letzten Post 300 Leute oder so. Ist low-key krass, ne, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Schon heftig. Aber ich hab Magenkrämpfe und Hunger. Ich muss schnell den nächsten Satz machen. Verbietest du Daniel immer noch, Attack on Titan Staffel 4 zu gucken? Ich hab dir das noch nie verbietet. Gibt's das Wort? Mein Deutsch lässt echt nach. Hab ich noch nie gemacht. Im Gegenteil, ich will ihn dazu nötigen. Ich will das sogar mit ihm zusammen gucken. Also ich liebe Attack on Titan, ne? Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, schenkt mir irgendetwas von Attack on Titan. Ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe Attack on Titan. Ich würde am liebsten mit jedem Menschen, den ich ein bisschen lieb habe, Attack on Titan nochmal neu gucken. Von Anfang bis Ende. Einfach nur, damit ich die Reaction von ihm mitnehme. So sehr liebe ich das. Also mit zukünftiger Frau will ich das gucken. Mit Daniel will ich das gucken. Mit Renma habe ich das schon geguckt. Ich will das mit jedem Menschen, den ich lieb habe, will ich sehen. Ich liebe Attack on Titan. Stoffreste, Fragen, Warnwatch im Auto, bei der Rückfahrt. Seitlich Schulter bisschen ballern, dann gehen wir auch nach Hause. Ich merke, meine Beine, die sind momentan echt ein bisschen, ich weiß nicht, was ist los mit denen. Die sind recht flach, die sind am Arsch. Ich glaube, zweimal die Woche Leg Day zu hart zu ballern, das, zumindest funktioniert das nicht so gut für mich. Ich muss das so ein bisschen anders orientieren. Ich muss den einen Tag Deadlift und das hier nur machen. Andere Tag muss ich Heavy Squats und Heavy Beinpresse und das hier machen. Ja, und dann hinterher halt Schulter nur. Weil mein Chest Day ist schon sehr, sehr brutal. Also mein Push Day ist sehr, sehr übertrieben eigentlich schon. Aber ich liebe Brust trainieren, deshalb will ich das beibehalten. Das ist auch der einzige Grund, weswegen ich keine seitliche Schulter mit da einbauen kann in meinem Push Day. Da wäre das eigentlich viel, viel angebrachter. Aber ich habe zu viel Volumen und ich liebe es auch. Ich will das auch nicht ändern. Deswegen muss ich gucken, wo ich die seitliche mit reinpacke. Ich finde das eigentlich auf Full Day mit rein, obwohl, scheiß drauf. Das ist ein Thema für mich selber auf Cam. Seitliche Schulter, meine Freunde. Bei dieser Übung, Exe, by the way, ich glaube, fast jedes Gym hat dieses Gerät. Hier, diese scheiß Teile hier. Nutzt die Kacke nicht. Lasst die liegen. Nutzt die Scheiße nicht. Geht da nicht ran mit euren Händen. Das ist der größte Scheiß. Klemmt eure Arme hier rein. Stellt euch im Kopf vor, wie mit den Kurzhanteln. Feste packen. Eure Däumchen in der Hand. Nach vorne lehnen. Also nicht richtig auf dem Sitz sein. Dann einfach seitlich nach oben. Also ihr geht nicht komplett dahin. So, wie erkläre ich das? Ihr geht nicht straight nach links oder nach rechts mit den Armen. Sondern ein bisschen leicht nach vorne. Checkt ihr? Also klemmt euch rein, lehnt euch ein bisschen nach vorne und dann einfach vorstellen, ihr habt eine Kurzhantel hier. Nicht diese Scheiße hier anfassen. Verfickte Scheiße.
So. Oh, das ist doch geil. Schien so, das ist okay. Was soll ich noch sagen? Ja, stimmt, diese Half-Rips hier, da wo ihr wie so ein Babyküken nochmal irgendwie ein bisschen hochschlagen tut. Macht es, macht es. Hört nicht auf diese scheiß Möchtegern-Coach-Bastarde, die da irgendwie sagen, ey, was machst du da, flatterst du da mit den Armen rum, versuchst du fliegen? Ja, versuchst du, blöder Wichser. Damit ich nicht dieselbe Luft atmen muss wie so ein Bastard wie du. Ich hasse sowas. Oh. Auf jeden Fall macht es mit den Ärmchen, mit diesen Flattern. Macht es. Diese Half-Raps, die sind sehr, sehr wichtig bei der seitlichen. Hört nicht auf diese Möchtegern-Coaches. Die sind eh meistens alle mindestens 30 Jahre alt. Die haben keine Ahnung. Die haben Wissen von einem Neandertaler. Die verhalten sich auch dementsprechend. Die haben auch genau dieselbe Wortwahl wie Neandertaler, die einfach Schnauze halten. Wirklich. Ich hasse solche Menschen. Wir wollen Leute coachen, die das nicht mal gebrauchen können oder keine Ahnung. Generell von denen sollte keiner Hilfe brauchen, weil das einfach nur Schwachsinn ist. Ich war hier einmal mit meinem Cousin, der hatte Probetraining. Da hat der hier Kurzhanteldrücken für die Schulter gemacht, also Schulterdrücken, sorry. Und ich habe den dann erklärt, der soll halt gucken, dass die Hände ein bisschen vor den Körper gehen, ne? Also nicht komplett nach hinten, weil sonst fixe deine Schulter, außer du hast ja jetzt nicht großartig Probleme mit, ne? Also allein wegen dem Faserverlauf sollte man das eher nach vorne machen. So, hat er gemacht, Ich gehe kurz auf Klo, ich komme wieder. Der macht auf einmal den hier. Der ist gefühlt hinter seinem Körper mit seinen Ellbogen. Ich frage den, was machst du da? Da sagt er zu mir, ja, dieser eine Typ da hier neben mir, der alte Mann, der auch ein bisschen breiter ist, der meint zu mir, soll er so machen. Da dachte ich mir, fick dich, du alter blöder Wichser. Wirklich. Kann man so ein Arschloch sein? Das Schlimme ist, der wollte wirklich helfen. Der dachte, er macht was Gutes, aber der hat einfach keine Ahnung. Der weiß es einfach nicht besser, aber tut dann trotz dessen so. Keine Frage, aber ich danke dir für die Motivation, die du mir gibst, um mich was, um durchzuziehen. Justin, das mache ich sehr, sehr gerne. Hab dich lieb, mein Freund. Oh, wie süß manche von euch hier Sachen reinschreiben. Dass ich auch genau diese Frage dann lese, ne? Wie ist das Leben im Neues? Das ist scheiße. Aber nur Kacke ist das. Nein, ehrlich, ich hab keinen Bock mehr hier. Von wo kaufst du deinen Tanga? Weißt du was? Dich blenden wir nicht einmal ein, okay? Dich blenden wir nicht einmal ein, du perverses Schwein. Samu hat, glaube ich, ein paar Banger-Fragen. By the way, Samu ist ein Bre, der geht hier auch ins selbe Gym wie ich. Der hat mir mal ein paar Riegel geschenkt. Ein sehr, sehr sympathischer. Deshalb, ich guck mal. Ich nehme, glaube ich, sogar mehrere Fragen von denen. Die sehen recht gut aus. Die beantworte ich im Auto. Boah, die sind am Zwiebeln, die seitlichen. Boah, tut das gerade weh. Verfickte Scheiße. Und an jeden, der auch gerne mal in die Kommentare schreibt, von wegen, wie gehst du mit den Geräten um? Normal gehen die alle kaputt. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendein Gerät hier kaputt gemacht. Deshalb halt deine verfickte Fresse, du kleiner Bastard. Ehrlich, fuck mich ab, so eine Scheiße. Halt einfach dein Maul, trainier wie eine kleine Fotze weiterhin und nerv mich nicht. Fuck mich einfach nicht ab. Ehrlich, nerven so sehr mit diesen Kommentaren. Guck mal, wie der trainiert, wie asozial. Ja, hier, McFit Neues macht das jeder zweite Bastard hier. Wir sind alle scheiß dreckige Wichser hier. Ich bin so groß geworden, mehr oder weniger, in diesem Fitness-Game. Wenn du scheiß Alki-Vater hast und eine asoziale Mutter, ist es kein Wunder, wenn du auch irgendwann ein bisschen asozialer wirst. Genauso ist das hier auch. Ich bin hier reingekommen, direkt auf den Boden gerotzt, die Leute hier. Dauerhaft am Rülpsen, am Scheißen, am Kotzen. Jeder brüllt rum, jeder lässt Hand hinliegen und sonst was. Das ist das Einzige, was ich nicht mache. Ich lasse keine Gewichte liegen. Ich räume die immer ab, ich mache die immer weg. Also lass mich wenigstens ein bisschen hier, ne, mein asoziales Training vollführen. Nein, auch, wer kommentiert so eine Scheiße? Fick dich, du blöder Wichser. Ehrlich, nervt. Kann man so nerven, Alter. Ich hoffe, irgendwer sieht das und fuckt sich richtig ab, dass ich den gerade beleidige. Haha, Arschloch. Arschloch, Wichser, Hurensohn. Deine Mutter hatte schon. Hab ich schon in der Grundschule gesagt, hat schon nicht Sex. Sag mal Klettergerüst, du hast eine nackte Frau geküsst. Haha. Sag mal Tomate, deine Oma kann Karate. Hihi. Sag mal Autobahn, du hast eine nackte Frau überfahren. Okay, reicht, stopp, stopp. Sag mal Sandkasten, du bist ein Huren. So, wir gehen jetzt zu den Kurzhanteln. Ich hab's mir anders überlegt. Wir gehen doch nicht zu den Kurzhanteln. Machen das doch am Kabelturm für die seitliche. Wer benutzt denn diesen asozialen Griff hier, an diesem Kabelturm? Ist ja wirklich richtig pervers, Alter. Welches perverse Schwein war das? Gehört sich nicht. Das ist respektlos. Wir rennen mal jetzt lang wieder. Aua. Guck mal bitte nicht auf meinen Arsch, ja? Die perversen Schweine. Na,
fühle mich immer wie so ein WWE Champion, wenn ich hier so einen Gürtel habe. Ich denke mal, das ist der Championship. Misfit Mello. Ich war damals John Cena Fan, bevor der überhaupt der Beste war, weiß ich noch. In seinem ersten Match hatte der immer noch so einen Slipper an, wie die ganzen anderen Normies. Irgendwann hat er diese normale Shorts angezogen und bei dem ersten Match mit dieser Shorts, also seine blauen Standard-Shorts, da habe ich gesagt, das ist mein neuer Favorite mit seiner Cap. Da habe ich direkt gesagt, John Cena ist mein Main. Tschüss, Loki auf einmal God of War Waffe geworden. Tschüss, habt ihr das gesehen, Junge? Nee, ich mach den gleich kaputt. Ich muss aufhören. Bist du momentan zufrieden mit Zahlen, Klicks etc., TikTok, YouTube und so? Fragt Jekto. Nö, bin ich nicht. Überhaupt nicht. Ich will mehr. I want more. I want more. Nee, jetzt mal ehrlich. Ich bin dankbar und so eine Scheiße, aber das klang jetzt gar nicht dankbar, sorry, aber ich will halt mehr erreichen. So. Ich glaube, ist doch verständlich. Ich glaube, jeder, der mich ein bisschen kennt und supportet, der wird das jetzt auch nicht irgendwie böse aufnehmen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich will halt einfach mehr. Ich brauch das, ich brauch das. Wie alt bist du eigentlich? Hatte ich das eben schon beantwortet? 22, wenn nicht. Aua. So, was muss ich bei meiner Ernährung beachten, wenn ich Anfängerin bin im Gym? Eiweiß abdecken auf jeden Fall. Und die meisten, die jetzt nicht großartig übergewichtig sind, sollten am Anfang sowieso erstmal einen Aufbau starten. Das heißt Kalorienüberschuss. Wenn nicht, moderates Kaloriendefizit, wenn du zu fett bist. Und Eiweiß dafür nochmal höher schrauben. Und das war's. Mehr braucht ihr nicht zu beachten. Bodycounts. Ich habe viel zu viel getrunken eine lange Zeit. Mein Kopf, da ist nichts mehr drin. Keine Ahnung. Ich sag jedes Mal, es könnte 7 sein, es könnte 12, 24, 2, 3, 8, könnte alles Mögliche sein. Ja, okay, das jetzt nicht, aber. Ja. Sucht euch was aus, mir scheißegal. Ich habe schon überlegt, das einmal zu resetten und einfach zu sagen, ich bin bei null. Aber wäre gelogen. Und wann sollte ich mir Zughilfen kaufen? Ich sag so, nach einem Jahr im Gym würde ich ungefähr gucken, dass ich vielleicht mal einen Gürtel oder Zughilfe oder Wristbands hole. Wenn du auch wirklich alles rausholen möchtest. Wenn nicht, dann halt nicht. Wir sehen uns jetzt im Auto, Freunde. Bis gleich. Mit welchem Gym-Influencer würdest du am ehesten eine Werbung zusammendrehen? Auch noch Werbung direkt. Boah, Gym-Influencer. Mario oder Sascha Müller, glaube ich. Ja, doch. Ja, doch, ich glaube Mario oder Sascha Müller. Das sind so meine zwei Lieblinge der German Fitness Industry. Glaube ich. Fällt gerade zumindest niemand anderes ein. Attraktivere Muskelgruppe bei Mädchen ohne Arsch oder Titten. Oh, Junge, Samu. Ich würde direkt Ass raushauen. Bei Frauen attraktivster Muskel. Ihr Lächeln. Ich weiß nicht. So abseits jetzt von diesen Trash-Antworten. Was finde ich denn hot bei einer Frau, wenn die krasse Muskel hat? Vielleicht Quads, also Oberschenkel an sich vielleicht noch. Aber sonst Bizeps, Trizeps, Rücken, was weiß ich für Muskel. Ist mir scheißegal bei einer Frau. Hauptsache, das ist jetzt ganz, ganz weird geformt und macht mir irgendwie Angst und schräg Albträume davon. Dann ist mir das scheißegal. Was hast du vom Kreatin gemerkt, als du es angefangen hast zu nehmen? Kraftwerte ist mir sogar ein bisschen mehr aufgefallen. Obwohl die ersten 3 Monate von meiner ersten Kreatinkur, wenn man das cool nennen möchte, mittlerweile ist das Low-Key ein Lifestyle, oh yeah. Da ist mir aufgefallen, doch Wasser im Muskel, was da reingegangen ist, das ist praller geworden. Das ist mir schon recht gut aufgefallen. Also Kraftwerte und Muskeln, doch Kreatin ist das beste Supplement überhaupt. Ich kann es nur wiederholen. Würdest du eher auf Isoclear oder Whey für den Rest deines Lebens verzichten? Boah, das ist eine gute Frage. Weil ich habe ja Isoclear schon krass lieb gewonnen, ne? Seit einem Jahr ungefähr. Ich glaube, ich würde aber auf Isoclear verzichten dann. Weil Whey, ich glaube, ich hätte keinen Bock darauf zu verzichten, wenn ich mal Bock habe auf Rice Pudding oder generell. Du kannst so viele Sachen damit backen. Und ich hoffe ja immer noch, dass ich in Zukunft irgendwie so ein Gym Girl habe, was so richtig High-Protein-Gerichte backen kann und so die ganze Zeit. Und ich glaube, da ist Whey sinnvoller als Isoclear. Also ich glaube, die wird mir dann nicht irgendwie so ein Marmorkuchen mit hier Green Apple-Geschmack Isoclear machen, sondern, ne? Irgendeinen schönen Geschmack von den Ways, irgendeiner Schokolade. Welche Frage fuckt dich am meisten ab? Guck, ey, Samu, du stellst so gute Fragen, ne?
ne? Bitte öfter. Welche Nationalität fuckt mich ab? Aber was mich noch mehr abfuckt ist, welche Religion? Oder bist du gläubig? Genau diese Art von Frage, bist du gläubig? Triggert, fuckt mich richtig ab. So, was hat jetzt Religion mit meinem Charakter zu tun? Magst du mich oder magst du mich nicht? Nee, ich versuche das auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich bin auch ein bisschen, ich sag mal, wie sage ich das am besten? Ich bin ein bisschen sensibel beim Thema Religion. Weil ich würde sehr, sehr oft wegen Nationalität, Religion und so, ich habe da richtig schlechte Erfahrungen mit. Ich bin da wirklich sehr, sehr sensibel. Ich bin da direkt sehr aggressiv auch und abgefuckt. Und ich mag das gar nicht darüber zu reden. Ich fuck das richtig ab. Weil bei den Türken war ich immer der Deutsche und bei den Deutschen war ich immer der Türke. Ich war nie irgendwo richtig dabei. Weil mein Vater ist abgehauen, ich habe nie richtig Türkisch gelernt. Ich kann die Basics ganz gut, aber so Fachbegriffe und so, da bin ich raus. Wenn das mal irgend so ein anderer scheiß Türke gemerkt hatte, hat er mir immer so ein richtig bombastik Side-Eye gegeben oder auch direkt irgendwie so einen scheiß Spruch gebracht. Und wenn ich das heute noch höre, mir ist egal, wie alt der Typ ist. Von mir aus, er kann 90 sein und jeder soll Respekt haben, wie er will von älteren Menschen, ne? Aber wenn er mich irgendwie blöd anmacht, wegen meinen Türkisch-Skills, ist mir egal, ich beleidige den. Ich sag dann, du dummer Hurensohn, du dummer Bastard, fick dich. Was soll ich machen, wenn mein Vater einfach abhaut, während ich 6 Jahre alt bin und ich deswegen nicht mehr vernünftig Türkisch lernen kann? Was kann ich dafür als Halbtürke? Sag mir das mal bitte. Musst du jetzt unbedingt ein Kind vor allem auch noch blöd anmachen deswegen, du dummer Bastard? Hasse sowas. Und dann Thema Religion. Dann sagst du einmal, ja, ich bin moslemmäßig großgezogen worden. Machst du eine Kleinigkeit falsch. Jeder zweite dumme Hobby-Moslem möchte dir dann erklären, wie man richtiger Moslem ist. Hasse ich. Ich würde am liebsten direkt sagen, ich bin gar kein Moslem. Ich bin nichts davon. Ich gehöre nicht zu dem, ich gehöre nicht zu euch. Ich bin ganz allein. Ich bin eine eigene Religion. Lass mich in Ruhe. Das fuckt so ab, Alter. Weißt du, der eine, der will mir groß reden, während der jeden Tag irgendwelche Sünden begeht, einfach nur damit er reden kann. So, halt einfach deine Fresse, lass mich leben, wie ich leben möchte, leb selber, wie du leben möchtest, ich hasse das. Also Religion, Nationalität, da bin ich so schlecht anzusprechen mit, ist wirklich ein Hassthema von mir, fuckt mich richtig ab, ich hasse es. Um die Frage aber trotzdem mal zu beantworten. An sich, ich würde mich als Moslem sehen, aber auf meine eigene Art und Weise. Ich glaube auch an meine ganz eigene Art und Weise an Gott. Ich habe nicht den Koran gelesen, ich bin moslemmäßig mehr oder weniger großgezogen worden. Ich habe auch gar keinen Bock, mich damit großartig zu befassen momentan. Also der alte Hass, der kommt zu sehr mir hoch. Ich bin auch in der Moschee, ich kann nicht beten, ich bin da, um das zu lernen. Der scheiß Hodja, der schlägt mir auf meine Finger, Alter. Voll am Beleidigen und so. Ich habe nur schlechte Erfahrungen. Deshalb, die Menschen an sich haben mir meine Religion zerstört. Und deshalb bin ich auch sehr, sehr sensibel und möchte damit auch sehr, sehr langsam nur in Berührung kommen, wenn überhaupt. Und jeder, der das nicht akzeptieren möchte und sagt, ja, deswegen bist du irgendwie ein schlechter Mensch oder so, dann fick dich. Fick deine ganze Sippschaft, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Hast du sowas? Ja, das war's dann mit dem Video. Hab euch alle lieb. Tschüss. Wuhu. Ja.